Erster Teil. Kapitel 1. NURWAS mich weise macht, ist wert NIR zu wissen. Von der Schulter dir schiebe, was übel dir scheint, und richte dich ganz nach dir selber. Edda. Der mit offenem Blick die heutige Entwicklung beobachtet und sich durch die geräuschvolle Oberfläche des täglichen Lebens nicht betören lässt, sondern mitfühlend dem unter der Oberfläche langsam wachsenden und heranreifenden nachspürt, der wird gewahr, dass es allerorts zu sprießen und zu treiben beginnt, dass jahrhundertelang verborgene Quellen im deutschen Volkstum wieder zu fließen anfangen. Unser altes echtes Geisteserbe, das hohe Wissen unserer Vorfahren wird wieder lebendig. Mit Staunen gewahrt der eine oder andere, welche Schätze überall noch der Hebung harren und sich uns offenbaren wollen. Und wenn er tiefer in dieses Reich des Wunders und der Märchen eindringt, so erlebt er es zu seiner großen Überraschung, dass er überall Gesinnungsgenossen findet. Ja, es offenbaren sich ihm Menschen, die altes echtes Wissen als Familienüberlieferung still bewahrten, die aber nur den Vertrauenswürdigen einen Einblick in ihr Schatzkammer gestatten. Welche Kostbarkeiten darin bisher unbeachtet und verborgen in Kala schlummerten, das setzt den Sucher immer wieder in Erstaunen. Was ist Kala? Kala, mit dem Zeitwort verkahlen, hat die Bedeutung von verheimlichen und verhehlen. In dem Kala, der vom Begriff Kala herkommt, hat sich der alte Sinn noch erhalten, ebenso in dem Worte verkohlen, jemanden ein X für ein U vormachen, einen Kala machen. Die arische Bilderschrift und ihre Verwendungsarten sind Kala und zu dem Zwecke angewandt, ihre geheimen Mitteilungen vor Unberufenen und vor Missbrauch zu bewahren, eine Übung, die in allen Mysterienschulen der arischen Welt streng beachtet wurde. Unsere Märchen und Sagen, die Edda, unsere alt- und mittelhochdeutschen Epen, die Evangelien, sind in Kala geschrieben, und es steht außer Zweifel, dass ebenso im Alten Testament, in den Veden und der ganzen indoarischen Dichtung, Sage und Misse mehr Kala steckt, als wir uns bisher träumen lassen konnten. Wir werden jedenfalls in Zukunft ohne die Anwendung dieser von List und anderen wiedergefundenen Gesetzen der Kala mit der Erklärung solcher geheimnisvollen Schriften nicht auskommen, ja sie werden sich uns erst der durch ihrem wahrhaften Sinne nach offenbaren. Bei den schweigsamen Bauern des Odenwaldes findet man viele Vornamen aus der Nibelungensage, ohne dass die Bauern eine Kenntnis des mittelalterlichen Nibelungenliedes besäßen oder etwa von den Wagnerschen Musikdramen beeinflusst worden wären. Ein alter Pfarrer gestand, er sei 50 Jahre im Odenwald Pfarrer gewesen, ehe ihm die Bauern ihre Geheimnisse anvertraut hätten. Vom Vater auf den Sohn hat man sich über die Jahrhunderte hinweg die alten Weistümer von Balder und Siegfried zugerinnt und in den Namen der Kinder verlautbart. Der Bauer kennt in abgelegenen Gegenden sehr wohl noch die Überlieferungen, die Stätten in Wald und Feld, die noch eine alte Bedeutung haben, über die er sich nicht mehr ganz klar ist, die er aber nur ungern dem Fremden zeigt oder mit ihm spricht, weil das Misstrauen im Blute sitzt seit Jahrhunderten und er immer noch das sichere Gefühl hat, die neue Zeit hat ihm etwas Wesentliches geraubt. Sie schämen sich eines Teils Dinge zu wissen, die sie nicht verteidigen und erklären können, aber es genügt ihnen, sich damit Gefühlswerte erhalten zu haben, die ihnen heute noch Stütze sind, weil sie geheimnisvolle Kräfte ausströmen auf die davon Wissenden. Das sind ganz unbewusste Vorgänge. Wir stecken noch tiefer im Heldentum als die Zivilisierten um uns herum wohl ahnen. Und das ist gut so. Vieles, was ich über diese alten Überlieferungen selber in bekannten Kreisen gelegentlich äußerte, enthüllt sich als alter Überlieferungsbesitz in bestimmten einzelnen Familien, und die Söhne finden unter unserer Anregung wieder den Mut zu erzählen, was ihnen die Väter übermachten. Meist sind es Westfalen, die solche Geheimnisse hüten. Das Wort, das im alten Babylonien für die Mysten galt, ist heute noch angemessen für den Norden, nur der Wissende soll es erfahren, der Nichtwissende soll es nicht erfahren, der Hirte soll es dem Hirtenknaben sagen und der Vater dem Sohne. Mit unseren Tagen kommt die Zeit, in der es nach der Weissagung des Nostradamus Edelsteine regnen soll. Die alten Schatzkammern öffnen sich, der Nibelungenhort steigt empor und Rotbart im Kyphäuser wird zurückkehren, um die Herrschaft im Dritten Reich anzutreten. Diejenigen, die durch Erbschaft oder Berufung im Besitz des alten Wissens sind, bereiten sich vor, wiederum zum deutschen Volke zu sprechen, um ihm die Geistesschätze seiner Vorfahren zu übermitteln. Diese Aufgabe ist schwer und zwar deshalb, weil erst die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Das Kennzeichen unserer Zeit ist der Materialismus, der unbedingte Glaube an die Nurstofflichkeit der Welt, also auch nur ein Dogma, das nur anerkennt, was den äußeren fünf Sinnen erreichbar ist. Das Wissen unserer Vorfahren beruht jedoch auf einem höchst entwickelten Spiritualismus, einer Geisteswissenschaft, dem Wissen von der Erstgeburt allen Geistes, so dass erst diese Anschauungsweise der herrschenden materialistischen Denkweise nahegebracht werden muss. Dies ist umso schwieriger, als manche Versuche des Spiritualismus sich auf Irrwegen befinden, die den Verfechtern des Materialismus leichte Angriffsmöglichkeiten liefern. Wir geben aber zu bedenken, dass es zu allen Zeiten schlechte und gute Maler gegeben, so auch heute gute und schlechte Astrologen, dass Maler um des Geldes willen Ansichten malen und Astrologen Horoskope um 5 Mark das Stück aufstellen, dass es aber auch Dürer gab und Kepler, die malten und Stern deuteten. Glaubt man, dass Tycho de Brahe, Goethe, Pythagoras und hunderte von hohen Geistern darum Betrüger waren? Man könnte ja nun durch allmähliches Überleiten versuchen, nach und nach das Verständnis für gewisse Dinge zu entwickeln. Dann würde es aber noch sehr lange dauern, bis das Wissen unserer Vorfahren zu Worte kommen könnte und diejenigen, die begierig wären, es aufzunehmen, müssen noch lange in den Vorhöfen verweilen. Wir haben aber heute keine Zeit mehr zu verlieren, alles drängt vielmehr zu einem engen Zusammenschluss der Wissenden und Wissentwerdenwollenden. Es ist aber eine alte Erfahrung, dass man nur dann schwimmen lernt, wenn man sich ins tiefe Wasser traut.
Nun spricht aber unsere Zeit eine ganz andere Sprache als die Zeit jener geheimen Wissenschaften. Geheimwissenschaft. Bei dem Worte schon bekommen gewisse Leute den Koller. Was gibt es Geheimes? Alles Wissen liegt doch klar zutage und ist jedermann zugänglich. Das ist nur in einem ganz begrenzten Sinne wahr. Gewiss, die Weisheit liegt auf der Straße und doch, wie wenige wissen sie zu erfassen. Sie ist auf allen Hochschulen, in allen Buchhandlungen zu kaufen, ja in den Bibliotheken zu leihen und doch scheinen nur wenige sie zu besitzen. Es geht der Weisheit so wie dem Gelde, das in der Tat auf der Straße liegt, und doch finden es nur wenige, obwohl es doch zum Leben heute so notwendig ist. Aber es gab eine Zeit, in der niemand dieses Geld aufgehoben hatte, selbst wenn er es fand. In der Erde heißt es, dass zur Zeit der alten Weisen ein Goldring 3 Jahre auf der Straße liegen konnte, ohne dass ihn jemand aufhob. Damals war man so weise, dass man offenbar kein Geld und Gold zum Leben brauchte. Sollte es nicht wertvoll sein, einmal zu erkunden, wie jene Leute lebten, nach welchen Richtlinien sie ihre Gemeinschaft aufbauten, dass sie so unabhängig waren von scheinbar Unentbehrlichem, wie vom Golde. Als bei Einführung des Christentums in Schweden Almosen gesammelt wurden nach der Vorschrift der Kirche, musste das Gold aus dem rauen Norden nach dem fruchtbaren Italien, nach Rom geschickt werden, weil die Germanen keine Armen hatten. Was wohl die heutigen Südvölker anfingen, wenn man sie nach dem Norden versetzte. Sie müssten verhungern, weil sie sich ohne die Hilfe der reicheren Natur nicht halten könnten. Welches Volk hat nun die höhere Begabung? Die Germanen haben es später auch kennengelernt, das Gold und seinen Fluch. Als sie so unweise wurden, dass sie es nötig hatten, da kam die Not. Aus welchem Grunde? Hier liegt ein Geheimnis vor, das auf der Straße liegt und von Millionen Menschen nicht gesehen wird, weil sie anstelle der Weisheit der Erkenntnis den Glauben und die Liebe zum nächsten Schlechtesten setzten. Wenn es wirklich kein Geheimwissen gäbe, warum sind diese Menschen so unsäglich dumm, dass sie sich seit Jahrhunderten von Betrügern oder Betrogenen führen, regieren und ausbeuten lassen? Jedes Land, jeder Erdteil, die ganze Erde hätte doch Raum und Nahrung genug, dass alle im Paradiese leben könnten, wenn sie den Umweg über das Tier vermieden. Auch dieses Geheimnis liegt auf der Straße, von wenigen nur erkannt, von noch wenigeren aufgehoben. Es hätte niemals Eingeweihte, Geheimlehre gegeben, wenn alle noch Gottes Söhne wären, denn dann müssten alle Menschen die letzten Dinge als Selbstverständlichkeiten begreifen. Die Tatsache, dass Geheimlehre notwendig war und auch heute tatsächlich noch besteht, denn obwohl die letzten Geheimnisse vor aller Augen liegen, leugnen sie gerade die Gelehrten, ist ein Beweis für die alte Dreiteilung in Götter, Guten und Güter. Sie gilt heute noch. Erinnern über frühere Zustände der Erde, Flutsagen, Eiszeiten und so weiter ist nur dem Guten angeboren. Arisch entseelte, allzu vermenschlichte, sei es im geistigen oder körperlichen, untermenschliche mit Affenblut zersetzte kennen kein Erinnern und leugnen es darum auch. Sie müssen sich dafür alle 30 Jahre auf neue Theorien verlassen bei ihren wissenschaftlichen Vorstößen in die Vergangenheit. Übrigens, wer allen Geheimlehren auf den Grund kommen will, muss Deutsch verstehen, sehr gut Deutsch verstehen, weil der Schlüssel zu allen Geheimlehren in der arischen Ursprache, die lange die Geheimsprache der arischen Priesterschaft blieb, gegeben ist, dem das Deutsche als ihre älteste Tochter noch am nächsten steht. Es ist leicht, Intuition, Eingebung, Erinnern, aus dem unser ganzes Wissen, eigentlich ein Wieder- und immer wieder Entdecken, besteht, zu leugnen, wenn man sie nicht hat, oder nur in geringem Maße, dass dann die Schule und unser nur verstandesmäßiges Denken gänzlich unterdrückt oder stumpf macht. Auch das 2-Multiplikationszeichen 2 gleich 4 ist, wurde zum ersten Male niemals errechnet, sondern durch innere Schau gewonnen. Die Gelehrten von heute meinen, dass zum Erkennen und Forschen die 5 Sinne genügten. Ein gewaltsamer Irrtum. Darin wäre uns ausnahmslos alles Getier weit voraus. Zu unserem Trost erinnern wir uns, dass selbst das mäßigste Ergebnis eines Nachdenkens immer nur unter Mithilfe einer seelischen bzw. geistigen Eigenschaft wie Erleuchtung, Ahnung, Eingebung oder Offenbarung gewonnen werden kann. So gibt es noch viele Geheimnisse, für die man Augen haben muss zu sehen und Ohren zu hören und einen guten Willen für beides und die Gabe des Erinnerns. Ja, des Erinnerns. Sind Gedanken nicht körperlich wie Elektrizität etwa, die ich in ihren Wirkungen erkenne und doch nicht sehe? Sollten Gedanken meiner Voreltern in mir nicht lebendig werden können, überhaupt sein? Sollten sie nicht im Raume Wellen schlagen, für jeden, auch für mich bereit, sich mir verständlich zu machen, wenn ich meinen geistigen Empfangsapparat, meine Seele, meine ich auf ihre Wellenlänge bringe? Wer sich unnatürlich vorredet, das gibt es nicht, wird niemals Gedankenwellen einfangen. Alles Wissen ist Erinnerung, sagt Platon. So geht es den meisten und sie sind deshalb so arm an Eingebungen. Viele sind für das ganze Jahr auf Rundfunk abonniert, aber wie wenige liegen einen ganzen oder halben Tag auf der Lauer und lauschen dem Kosmos Gedanken ab. Sind doch unsere eigenen Gedanken nur Sendewellen kosmischer Gedanken, ist es da nicht töricht, uns Tagediebe zu heißen und Lügner, wenn wir mehr in Erfahrung bringen als ein anderer mit seinen 5 Sinnen, die aber bei kaum einem unserer Widersacher noch in unverletztem Zustande sind. Erkennt doch der Wilde in weiter Steppe, noch nach Stunden und Tagen, ob und wann an der Stelle, wo er steht, ein Stammesgenosse oder Fremder gegangen ist, während der ahnungslose Kulturmensch von heute weder mit Nase oder Ohr, noch weniger mit Brille und Lupe feststellen kann, ob vor 2 Minuten eine Dampfwalze durch den Gemeindewald fuhr. Vollführen die unkultiviertesten Medizinmänner in allen Weltteilen nicht täglich Dinge, die wir Wunder nennen müssen, wie sie uns Forschungsreisende, Missionare und Kaufleute von den entferntesten Urwäldern berichten? Lässt sich der Inder nicht 4 Monate begraben und steht wieder auf? Aber genug dieser Geheimnisse, die vor aller Welt zutage liegen. Man gibt zu, dass die Inkas und die Azteken geheime Kenntnisse und Fähigkeiten hatten, dass in Tibet die Priester wirklich mehr können als Brot essen und Wein trinken,
dass nach dem Rechtslehrer Thomasius seit dem Papst Gregor dem Großen, 604, man 9,5 Millionen Ketzer, unsere Seher und Seherinnen, hinmatete, nach anderen werden bis 12 Millionen angegeben. Wobei die infolge von Folterung und Misshandlung Gestorbenen nicht mit eingerechnet sind, weil sie Rannenwissen und Rannenkräfte kannten, ohne dass es der Kirche gelang, okkulte Fähigkeiten unter der nordischen Rasse ganz auszuratten, obwohl es damals genügte, sehr blond und sehr blauäugig zu sein, um der Inquisition zu verfallen. Der Mensch wütet schlimmer als die Elemente. Was sind dagegen Erdbeben, Überschwemmungen? Obwohl man sehen müsste, dass unser tägliches Leben und Tun voll der ungeklärten Wunder sich abspielt, leugnet man das Vorhandensein von Geheimwissen und Unerklärtem, leugnet man Zeitliches oder Geschichtliches, weil es die Wissenschaft noch nicht registriert hat. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio, von denen sich eure Schulweisheit nicht träumen lässt. Shakespeare. Man weiß sehr wichtig zu sprechen von den Einweihungen bei den Griechen, den Ägyptern, den Römern, natürlich den Alten, aber man lächelt überheblich dazu. Und doch berechneten die alten Bauhütten anders als wir heute, und ihre Dome müssten nach unserer Statik zusammenfallen. Ja, sie dürften nach unserer Bauordnung gar nicht errichtet werden, weil sie nach ihrer Annahme zusammenstürzen müssen. Wir sprechen von der Tatsache der Fehmarngerichte in Westfalen noch vor 100 Jahren, vom Haberfeldtreiben, von den Einweihungen und Geheimnissen der Freimaurer, aber man will nicht zugeben, dass vor 1000, 2000 und 3000 Jahren, ja noch vor 200 Jahren außerordentliche Kenntnisse des Geheimwissens ganzer Geschlechter und Verbände in Deutschland blühten. Wahre Weisheit kommt nicht durch Worte von außen her, sondern durch innere Erleuchtung, Erlichtung, Errichtung, Erleichterung, die eine Erläuterung, eine Läuterung ist und zur Leiter wird, zum Leiter, der wiederum ein Lichter ist aus Lauterkeit. Nehmen wir an, ein Mensch sei in einen Radioapparat verwandelt, wäre ausgestattet wie sonst mit Augen, Nase, Ohren, Zunge und Tastern und er sähe, rüche, hörte, schmeckte und fühlte die kleine Welt im Umkreise seines Standortes am Fenster, am Tisch oder sonst irgendwo, ja, er käme mit seinem Besitzer sogar auf Reisen und vergrößerte so seinen Gesichtskreis, er lernte auch allmählich von allem, was die Menschen um ihn herum handelten, sagten und dächten. Wäre es nun nicht sehr töricht von ihm zu behaupten, außerdem, was um ihn herum vorginge, gäbe es nichts und bestünde nichts, weil noch niemand seinen inneren Radioempfangsapparat in Verbindung mit den Strahlungswellen der weiten Welt brachte. So gliche er einem Menschen, der behauptet, außerhalb seiner fünf Sinne gäbe es keine Wirklichkeiten mehr, nur deshalb, weil er selbst noch nicht die Verbindung, die Rückverbindung aufnehmen konnte oder wollte mit den seelischen und geistigen Radiowellen, den Strahlungswelten der ihn umgebenden Natur, ja im Gegenteil, er streute sich gegen das Vorhandensein einer mitschwingenden kosmischen Kraft, nur weil ihm der schöpferische Wille fehlte, die Verbindung aufzunehmen. So wie ein Radioapparat ist jeder Mensch im Besitz radioaktiver Organe, ist eine Station mit Sender und Empfänger, die ihn in Zusammenhang hält und bringt mit anderen Stationen, mit den unsichtbaren aber umso wirklicheren seelisch-geistigen, gedanklichen Welten des inneren Kernes der Natur, der Leben. Heißt, der alle Dinge enthält, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem ist, und wir werden diese Erleuchtung und Erkenntnis gewiss, wie 2 mal 2 = 4 ist, wenn wir uns auf diese ganz realen, geistigen Wellenlängen einstellen können und wollen. Leugnet der Mensch diese Möglichkeiten, die jedem wollenden Tatsache werden, so wird er niemals von sich aus Verbindung mit dieser über, aus, inner- und untersinnlichen, weil ganz geistigen Welt, erlangen, und kein Studium, kein Wissen von außen hergeholt, kann ihm dazu verhelfen. Der Bereite aber, der Kluge, der Öl, das heißt El gleich Geist, auf seiner Lampe hat, stellt sich mit seiner Seelenantenne auf alle geistigen Wirklichkeiten im Kosmos ein und wird Empfänger aller Gedanken und Wirkungen der Welt, vermag geistig-seelisch intuitiv zu erkennen, was dem Verstande allein, den fünf nackten, bei den exakten gerade so unzulänglichen fünf Sinnen ganz unerreichbar sein muss. Sind nicht sie gerade kurzsichtig geworden bei ihren Büchern, schwerhörig im Lärm der Großstädte, geruchlos im chemischen Gestank der Hörseele, geschmacklos an vermischter und verkochter Kost, gefühllos in dicken Kleidern und bauen und trauen doch nur allein auf ihre abgestumpften Sinne. Danach ist auch ihre Erkenntnis. Anders handelt der Mensch, der sich nicht mit den tierischen Sinnen Genüge sein lässt, die dem naturnahen, geistigen Menschen zumeist noch viel schärfer dienen. Er vermag seelisch intuitiv, aus innerer Wahrschau zu erkennen, ja er vermag als ein entwickeltes Kraftzentrum aller kosmischen Strömungen allmählich von seinem eingesammelten Überfluss abzugeben und zum gewaltigen Großsender zu werden schöpferischer, weltbauender Gedanken, von denen er abgibt an alle, die eines guten Willens und Wollens, eines guten Empfangens und Wiedergebens sind. Er tritt mit den Intelligenzen, den wirklich gewordenen Gedankenkräften der gesamten geistigen Welt in innige Zusammenarbeit und wird ein Glied jener Gemeinschaft der Heiligen ohne Satzungen, die es zu allen Zeiten gegeben hat, die zu einem stummen Übereinkommen gemeinsam gewaltigen Schaffens und Schenkens sich zusammenfanden ohne Kongresse und Konzile, ohne körperliche Berührung selbst, denn sie sind in Wahrheit viel enger und ewiger untereinander verbunden durch die körperlose geistige Allgegenwart. Sie bilden die Gesellschaft der großen Geheimstillen in allen Landen und nur wer sich auf ihre kosmischen Wellenlängen seelisch einschrauben kann, wer zu lauschen vermag noch auf das Raunen der tönenden Weltrannen mit Herz und Gemüt, Vernunft und Geblüt, der nimmt teil an ihrem Raten und Taten. Es ist Pöbelmeinung, dass alles zu erlernen sei. Für das Wunderbare fehlt im Gegenteil den meisten die Eignung. Sie müssen sich darum mit Wissenschaft begnügen. Wissenschaft muss wieder Dichtung, das heißt Verdichtung werden. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Herz ist zu, dein Sinn ist tot. Auf, bade, Schüler, unverdrossen. Die irdische Brust im Morgenrot. Goethe. Jeder Gedanke in der Welt ist eine Wirklichkeit, eine Wesenheit, sonst vermöchte er weder zu kommen noch zu bestehen. Er lebt ewig und kann nie sterben, denn, weil er ist,
war er von Anfang des Seins. Alle Dinge, Werte und Gedanken, und seien es die sich widersprechendsten, geben erst das Weltbild, deshalb ist keiner falsch von ihnen, sondern sie sind alle gleich wahr in einem übergeordneten Sinne. Alle Dinge haben 7 Seiten mal 7 mal 7 Sieg. Und erst ihre Vielheit schafft eine Einheit. Es gibt nur zwei wirkliche Gegensätze, die unversöhnlich sich gegenseitig ausschließen, die Welten des Ja und die Welten des Nein. Die Welten des Nein aber bestehen nicht, nur in dem Wahne der Menschen, denn was sich verneint, ist nicht und wäre der Gegenstand so groß, dass er die Welt umspänne. Du bist Schöpfer, weil du Ja sagst, Ja zu allem und jedem. Du bist Zerstörer, du bist nichts, weil du Nein sagst. Sprich niemals Nein, sondern erhebe dich zum Ja. Und du bist die Welt und Gott. Eure Rede sei, Ja, Ja. Was darunter ist, das ist von Übel. Wir stehen mit unseren Erkenntnissen immer auf den Schultern unserer Vordenker. Alles Gedachte ist ja schon längst Vorhandenes. Und in dieser Hinsicht gibt es in der Tat nichts Neues auf dieser Welt. Es ist nicht bloß alles schon da gewesen, sondern es ist überhaupt alles da. Wir empfangen unsere Gedanken, unsere Gaben und die Anstöße zu unseren Taten aus dem unermesslichen kosmischen Vorratshause alles Geschehens und alles Werdens. Wir müssen uns nur diesen Einflüssen, diesen Einflössungen offen halten, dann werden wir mit Weisheit und Erkenntnis gefüllt. Das Schwere ist nicht das Empfangen, sondern das Empfangene auszutragen und in die Welt zu gebären. Im Augenblicke des tiefsten und angestrengtesten Denkens machen wir die geistlosesten Gesichter. Alles Leben ist aus dem Antlitz gewichen und hat sich zur Mitarbeit in das Innere zurückgezogen. Was an Ausdruck der Züge verbleibt, hat mit einer toten Maske viel Ähnlichkeit. Wir ziehen daraus den Schluss, dass nicht wir selber denken, sondern es denkt in uns. Keine gelehrte oder wissenschaftliche Körperschaft oder Gesellschaft, keine Hochschule, keine Zeitung oder Zeitschrift hatte bisher den Mut oder die Einsicht, diesen Forschungen, die allerdings die herrschende Weltansicht zu stürzen drohen, Einförderung angedeihen zu lassen. Es wird sich allmählich aber nicht mehr umgehen lassen, dass auch die Fachwissenschaft, vor allem die Germanistik, die eben bislang zu sehr nur Fach blieb und auf jede Über- und Innenschau bei ihren Forschungen verzichtete, wahrnimmt, dass sie überholt wurde, dass es Zeit wird, auf allen Gebieten geschichtlicher, sprachlicher, rassischer und religiöser Forschung den einseitigen Wissenschaftsbetrieb, nur um des Wissens und des Betriebes willen, fallen zu lassen und die Forschung in den Dienst einer unser Leben stützenden Gottes- und Welterkenntnis zu stellen, die den Anspruch einer Beweisbarkeit und Erweisbarkeit in höherem Sinne erheben kann, weil sie sich nicht nur auf die, ach, so trügerischen 5 Sinne stützt, sondern außerdem auf die unmittelbaren Kräfte der inneren Schau und Eingebung erstreckt. Man muss den noch nicht ganz Hoffnungslosen sagen, dass es unschöpferisch ist, sich Wissen eintrichtern zu lassen, das niemals lebendig wird, wenn es nicht aus mit Schöpferkraft geschaut ist. Es geht nicht mehr an, diese reinen und klaren Erkenntnisquellen, dazu von größerer Ergiebigkeit, nur deshalb zu leugnen, weil man sie nicht selber besitzt. Sind wir zu tadeln, weil wir es unternehmen, mehr von der Welt und ihren Dingen zu lehren als jene ewigen Schüler, die nichts wagen, und wenn sie schon Wagner hießen, aber alles Unwägbare wiegen möchten. Daran erkenne ich den gelehrten Herrn. Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern. Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was ihr nicht weckt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht. Goethe. Man gebe sich keiner Täuschung hin. Wissenschaft ist eine Ware, die jeder Schnorrer sich heute mit Zeit und Geld an den Hochschulen und sonst wo erkaufen kann, unsere Weisheit aber und Erkenntnis ist nur dem Guten zugänglich, nicht der Welt, denn der Gatte ist nicht voraussetzungslos wie die Zeit und landläufige Wissenschaft, sondern an die Gottessohnschaft, die Gutensohnschaft gebunden. Alle Welt verfälscht und verhindert bewusst oder unbewusst wahre Weisheit und echte Wissenschaft, indem sie von der Wissenschaft verlangt, dass sie nur objektiv und exakt sei, dass sie sich jeder geistigen Schau und Offenbarung begebe. Sie ist objektiv und exakt in einem nichtswürdigen Sinnen, der diesen Begriffen beigelegt wurde, wenn jedes höhere Erkennen und Schauen geleugnet wird, Stricke, die unsere Schwingen zu höchstem Geistesfluge fesseln. Diese Fesseln streifen wir ab, wir sprengen sie, wo sie sich nicht selber lösen wollen. Der exakten, soll doch heißen, genauen, scharfen, sorgsamen und sorgfältigen, gewissenhaften, beweisbaren, strengen Wissenschaftlichkeit verschlägt es gar nichts, wenn sie sich intuitiv, durch die inneren, untrüblichen, göttlichen Schaukräfte, Ahnungen, Eingebungen leiten lässt, denn diese entsteigen den Urgründen aller Dinge. Während die armseligen 5 Sinne uns doch nur einen geringen Ausschnitt der Welt bewusst werden lassen können. Die göttliche Vernunft wird im Gegenteil den menschlichen irrenden Verstand, den nur Logos, logischen, den Loki, den Loke der Edda, vor Abwegen bewahren. Wir haben den Mut, daraus die notwendigen Forderungen zu stellen an uns und unsere Mitarbeiter. Wissenschaft lässt sich, das wird auch schon den Bedenkenlosen klar, von Intuition und damit von ganz besonderer Gunst, Gesinnung und Gottverbundenheit nicht trennen, sonst kehrt die Weisheit uns den Rücken. In Wahrheit ist alles Einheit und die Spaltung in Objekt und Subjekt, in Sache also und Person, ein Irrtum, eine Täuschung, an der alle unsere Erkenntnis krank ist. Der Materialismus hat diese Unterstellung in unser Denken geworfen, weil seiner Zwiespältigkeit, seinem körperlichen und geistigen Bastardtum der Gedanken der Einheit alles Seins, das Bewusstsein des Göttlichen, der höchsten Reine, unfasslich und unbegreiflich ist, weshalb er auch die Objektivität, das Unpersönliche in Wissenschaft und Forschung zu einem Götzen machte, dem alle Gott entfremdeten unterlagen. In dieser getrübten Erkenntnissuppe mussten die Sehenden mit den Blinden unter gleichen Bedingungen fischen.
Der Materialist vermag allerdings nicht in dem Maße subjektiv zu sein wie der Geistige, weil ihm die Persönlichkeit aus seinem Blute, das höchste Glück der Erdenkinder, mangelt. So beraubte er die Reinen um den Vorzug ihrer Unmittelbarkeit und führte die Objektivität ein, den Verzicht auf die Wesenheit in Dingen der Erkenntnis, welcher Fessel der anständige Geist gar nicht bedarf, weil er auch subjektiv mit seinem Ich, seiner Welt im Kleinen, die Welt im Großen, den Makrokosmos, das Ganze, erkennend umfasst. Wissenschaft ohne Forscherauslese leitet das Reine ins Unreine. Ein Neger vermag nichts über nordische Rasse und Seele auszusagen, es sei denn aberkanntes und abgelauschtes, also niemals etwas Eigenschöpferisches, der Arier aber sehr wohl übermagierisches. Wir Arier vermögen uns in alles und in alle einzudenken, weil unser Götterblut in allen fließt. Der Jote, der Hundskluge, hundertkluge Jote der Edda, der Begriffliche, Verkniffliche, hat Verstand, meist zu viel Verstand, aber keine Vernunft, denn Vernunft ist die Anwendung des Verstandes in der Erfahrung, die man im Körperlichen macht, die aber geistige göttliche Zwecke zum Ziele haben muss. Hier versagt der Jote und jeder Stoff verstrickte ohne göttliches Sinnen vollkommen. Er wird immer wie der Jote Barbara an Wodan, an den Atem, an den Geist schlechthin, sein Haupt verlieren, seine Behauptung, wenn man ihn nach den letzten Dingen befragt. Er denkt zur Erde, nicht nach oben. Unsere materialistische Wissenschaft stiert zu Boden, ist voraussetzungslos, sieht nicht das Ganze, den Überbau. Wir sagen den Gedanken gerade heraus, den Chamberlain ahnte, als er ausrief. Voraussetzungslose Wissenschaft, das ist eine recht charakteristische Phrase des Dämons der Zerstörung. In zwei Worten eine ganze Weltverwirrung. Denn es kommt ja nicht auf Wissenschaft, sondern auf Kultur an. Eine Wissenschaft, die nicht im Dienste einer Kultur steht, nicht eine bestimmte Kultur voraussetzt, ist die verrückteste Monstrosität, die je ein tollgewordenes Menschenhirn ausbrütete. Alle sogenannte Wissenschaft ist an für sich völlig gleichgültig, ja man könnte die Wissenschaft als die Kenntnis des unbedingt Gleichgültigen definieren. Die Leute, welche das Feldgeschrei der voraussetzungslosen Wissenschaft erheben, berufen sich also auf Wissen und verkennen im selben Atem das erste Gesetz aller Natur. Auch daran mögt ihr den Feind erkennen und auf der Hut sein. Wann werden die Exakten ihre Höllenhunde zurückpfeifen, die an der kurzen Kette ihres Honorars jeden Hermut, also Hochgemuten ankläffen, der notgedrungen auf seinem Ritt zu den letzten Fragen an ihnen vorbei und weiter und höher gelangen muss? Es ist eine Eigentümlichkeit aller Angeketteten, dass sie, vermutlich aus ihrer Unfreiheit, jeden anbellen, der sich ihnen nähert, den Freund und den Feind des Hauses der Wissenschaft, unterschiedslos. Wir unterscheiden uns von diesen schicksalszwanglich Gebundenen dadurch, dass wir da weiterfinden, wo jene sich entschlossen haben aufzuhören zu suchen. Wir hoffen, dass in Zeiten eines ernsthaft zunehmenden Erneuerungswillens die göttlichen Kräfte sich stärker erweisen als die menschlichen, sonst stünde es schlecht um unser neues Leben. Heil, wer neue Tänze schafft, tanzen wir in tausend Weisen. Frei sei unsere Kunst geheißen. Fröhlich unsere Wissenschaft. Nietzsche.